Versuchen wir es. Beim bis 2017 regelmäßig stattfindenden Streak for Tigers in London. A. Fuhren die Bezirksbürgermeister ein Kartrennen im Tigerkostüm? B. Liefen Nudisten mit Körperfarbe bemalt durch den Londoner Zoo? Oder C. Wurden die Zebrastreifen nachts von Künstlern bunt übermalt? Streak for Tigers. Das ist aber auch ey. Oh, du liebes bisschen. Ja, ja, ja. Also die Betriebsbürgermeister fuhren ein Kartrennen im Tigerkostüm. Weil, also. Für einen guten Zweck. Ja, warum nicht? Liefen Nudisten mit Körperfarbe mal durch den Londoner Zoo. Das finde ich jetzt so ein bisschen. Aber das ist ja eine, also das ist ja eine Zeit lang schon in gewesen, dass man so seinen Körper bemalt und dann auch, keine Ahnung mal. Das, ja, ja. Ich weiß, wie heißen denn die Zebrastreifen in England anders? Zebra. Streifen. Zebra Streifen. Don't cross the street here. Take the zebra stripes. Also ich glaube, A halte ich ein bisschen zu viel verrückt. Ja, aber die Engländer, weißt du, ne? Die Engländer sind schon sehr verrückt. Was sagt denn dein Bauchgefühl? Mein Bauchgefühl sagt C. Ja. Frage ist halt nur, warum halt nachts? Da müssen die Licht aufbauen und das dann übermalen. Gut, ich glaube nicht, dass die tagsüber die Straßen sperren, damit, oder? Vor allem nicht in London, wo. Damit die das malen können. Wo Chaos, Autochaos herrscht wahrscheinlich den ganzen Tag über. Ja, jetzt machst du es mir noch schöner, das C. Ja? Ja. C. C. Entscheidung ist gefallen. Von 2013 bis 2017 richtete der Londoner Zoo jährlich eine Veranstaltung der besonderen Art aus. Um auf das Aussterben der bedrohten Sumatra-Tiger aufmerksam zu machen, fand im Sommer abends nach offizieller Schließung des Zoos ein Spendenlauf statt. Der sogenannte Streak for Tigers. Die Teilnehmer joggten nackt und als Tiger bemalt durch den Zoo. Gegen eine Startgebühr von 20 Pfund erhielten sie Tigermasken und Fellohren, trugen ansonsten aber nur Laufschuhe. Das Geld, das erlaufen wurde, kam dem Artenschutz zugute. Falls ihr mal wieder damit konfrontiert werdet, also to streak, wo es sie auch nicht heißt, im Englischen einfach in der Öffentlichkeit nackt herumlaufen. Es bleibt bei 500 Euro. Also, was ich